Heute beschäftigen wir uns mit der Blutvergiftung. Wenn unsere Haut durch Schnitte oder Risse verletzt wird, können gefährliche Bakterien tief in unseren Körper vordringen. Gelingt es unserem Abwehrsystem aber nicht, diese Eindringlinge abzuwehren, gelangen diese Erreger in unser Blut und können sich so im ganzen Körper ausbreiten und diesen infizieren. Wir sprechen dann von einer Blutvergiftung. Meist wird sie über einen roten Streifen sichtbar, der sich an der Innenseite des Arms oder Beins aufwärts dann in Richtung Körpermitte fortsetzt. Dabei können die in der Nähe gelegenen Lymphknoten geschwollen oder druckempfindlich werden. Sollte der Verdacht auf eine Blutvergiftung bestehen, muss sofort ein Arzt oder ein Krankenhaus aufgesucht werden, da es im schlimmsten Fall zum Organversagen kommen kann. Dort wird der Betroffene als Notfall mit Breitbandantibiotika behandelt. Grönemeyers Gesundheitstipps mit Professor Dr. Grönemeyer.